Und Salman hat gewartet. Und hier war die Da'wah von unserem Propheten schon angefangen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanderte nach Medina. Aus der kam nach Medina, salawatullahi wa salamu alayhi, und Salman wollte wissen, ob er der Prophet ist. Er ging zu ihm. Er ging zu ihm mit Datteln. Und er hat ihm gesagt, das ist Almose. Das ist Sadaqa. Nimmst du das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat davon nicht gegessen. Er hat seinen Gefährten, ihr könnt davon essen. Salman hat gesagt, das ist ein Zeichen. Dann kam Salman nach ein paar Tagen mit Geschenk. Der hat ihm gesagt, das ist Geschenk, Datteln. Der Prophet hat davon gegessen und er hat da den anderen auch gegeben. Er hat gesagt, zweites Zeichen. Dann barakallahu fikum. Eines Tages beim Begraben eines Moslems in Baqi' al-Gharqad. Salman ging zum Propheten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Tuch auf seine Schulter gehabt. Und Salman wollte das sehen nur, ob er ein Zeichen des Prophetentums. Es gibt ein Zeichen vom Prophetentum bei unserem Propheten auf der linken Schulter. Und das ist so ungefähr wie ein Ei von einer Taube. Und das ist so ein Fortsatz von Fleisch. Und drauf sind Haare. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, dass Salman das sehen will. Der Prophet hat sein Tuch nach unten geschoben. Salman hat das gesehen. Er hat sofort den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat seine Hand genommen und er hat den Islam sofort angenommen, weil er die Wahrheit gesehen hat, weil er jetzt die Wahrheit anerkannt hat. Und so ist die Sache. Wir Muslime, wir müssen diese Wahrheit haben. Und wenn man uns sagt, Allah sagt im Koran, der Prophet sagt in Sunna, dann müssen wir annehmen, ohne Wenn und Aber. Und so ist die Sache. Wenn man nach der Wahrheit sucht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, denjenigen unterstützen, der die Wahrheit haben will. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte Allahs. Es gibt nach ihm keinen Propheten. Es wird keinen Propheten, keinen Gesandten geben nach ihm. Salawatullahi wa salamu alaihi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon erzählt. Er hat gesagt, es werden 30 Leute kommen und die werden behaupten, wir sind Propheten nach mir. Und diese Leute sind Lügner. Kein Prophet ist nach mir. Kein Prophet kommt nach mir. Aber es gibt heutzutage eine Gruppe, wal-iyadu billah, die sind Kafir. Die sind kein Muslim. In Barakallahu fikum, Konsens der islamischen Nation. Diese Leute heißen Qadiani. Qadiani oder Ahmaditen. Diese Leute sind keine Muslim. Und wenn sie auch behaupten, die wären Muslim, weil sie behaupten, wal-iyadu billah, der Koran wäre falsch. Und die nehmen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht. Und sie behaupten, nach unserem Propheten kam ein Prophet, dieser Ahmed Mirza Qadiani. Und jedes Mal sein Sohn und Sohn und Sohn, die werden Propheten auch, a'udhu billah. Dieser Mann, dieser Mirza Qadiani hat behauptet erstmal, der wäre Al-Mahdi. Die Leute haben gesagt, du bist Lügner. Der hat gesagt, ich bin Jesus. Die haben gesagt, du bist Lügner. Dann hat er gesagt, ich bin ein Prophet nach dem Propheten. Und die verdrehen den Koran, die verfälschen den Koran und die nehmen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht. Deshalb müssen die Muslime aufpassen. Diese Qadianiten oder Ahmaditen, die sind keine Muslim. Du darfst von ihnen nicht heiraten. Du darfst von ihnen nicht heiraten, die dürfen von dir nicht heiraten. Du darfst ihr Fleisch nicht essen. Wenn sie sterben, dann dürfen sie nicht zwischen Muslimen bestattet werden. Deshalb muss man aufpassen, barakallahu fikum. Das ist Religion, es gibt keinen Spaß im Islam. Und diese Leute, die behaupten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht richtig gesagt hat, weil der Prophet sagte, kein Prophet kommt nach mir, kein. Aber diese Leute behaupten, nein, doch. Es wird ein Prophet nach ihm kommen. Und sie verfälschen den Koran und sie verdrehen den Koran. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Und hier, wenn wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, kein Prophet kommt nach mir, dann sagen manche, aber Jesus kommt doch nach unserem Propheten. Al-Masih alaihi salam wird kommen. Und der war Prophet und Gesandter. Wie verstehen wir das? Natürlich, wir verstehen das, weil wir Muslim sind, weil unsere Religion die Wahrheit ist, weil in unserer Religion, barakallahu fikum, das ist die Religion der Vollkommenheit. Es gibt keinen Fehler im Islam, keinen Mangel im Islam. Wie verstehen wir das? Der Prophet, salawatullahi wa salamuhu alayhi, hat gesagt, Isa kommt als gerechter Führer. Der hat nicht gesagt als Prophet. Das wird Isa alayhi salam, wird wiederkommen. Wo genau, wissen wir auch? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten das offenbart hat. Isa alayhi salam wurde nicht getötet. Isa alayhi salam wurde nicht gekreuzigt. Isa alayhi salam ist nicht gestorben. Isa alayhi salam ist bei Allah. Allah hat Isa auferhoben zu sich. Und Isa ist wie im Schlaf, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran gesagt hat. Sie haben ihn nicht getötet. Sie haben ihn nicht gekreuzigt. Sie haben ihn nicht getötet. Und er wird wieder kommen. Wie?
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Leute von der Schrift werden an Isa glauben, bevor er stirbt. Bevor er stirbt. Das bedeutet, Isa ist noch nicht gestorben und er wird wiederkommen. Manche haben gelogen, wal'iyadu billah, haben den Islam verdreht, wal'iyadu billah, haben den Islam verfälscht, wal'iyadu billah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Auf jeden Fall, Isa wird kommen. Und er wird, barakallahu fikum, als Muslim kommen. Das heißt, er wird nicht als eine Religion bringen oder eine neue Lehre bringen. Nein, Isa wird den Islam von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren. Beweis dafür, wenn Isa kommt zu den Leuten, die Leute wollen beten, dann sagen sie, Isa, mach Imam. Der sagt, nein, euer Imam ist zwischen euch. Und der Imam macht erstmal das Gebet, das führt das Gebet und Isa hinter ihm. Damit Isa sagt den Leuten, ich bin nicht als Gesandter und Prophet hier, als dass wir dort neue Religion gekommen. Nein, ich bin als Anhänger von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und dann stirbt Isa nach ein paar Jahren. Barakallahu fikum. Deshalb müssen die Muslime aufpassen. Müssen die Muslime aufpassen. Der Koran ist die Wahrheit und die Beweise sind klar in unserer Religion. Aber leider, viele von uns lernen nicht. Und sie wollen den Koran nicht richtig lesen. Und wenn sie auch Fragen haben, dann fragen sie Leute, die keine Ahnung haben. Und die fragen nicht die Leute, die Ahnung haben. Aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen. Der Prophet hat uns davon erzählt, das ist ein Konsens, das wird alle Gelehrten der islamischen Nation sagen, dass Isa a.s. kommen wird. Er ist noch nicht gestorben und er wird später sterben, wenn er 7 Jahre zwischen den Muslimin bleibt und er wird die Muslime 7 Jahre regieren und dann stirbt Isa. Isa wird al-Masih al-Dajjal töten. Al-Masih al-Dajjal wird von Isa getötet, barakallahu fikum. Und deshalb wird Isa kommen auch dazu, weil Isa auch, barakallahu fikum, das uns bringen wird, was die Leute von der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergessen haben. Wollen wir die Wahrheit? Wollen wir das Paradies? Wollen wir gut leben? Dann der Koran ist da und die Sunna von unserem Propheten, die authentische Sunna von unserem Propheten ist da. Erinnert euch an Salman. Der hat gesucht und gesucht von einem Land zu dem anderen, damit er die Wahrheit hat. Und wir haben die Wahrheit in unseren Händen. Aber wir machen uns keine Mühe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Allahumma sih dhata baynina. Wa allif bayna qulubina. Wa adina subul as-salami wa najjina min al-zulumati ila al-nur. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Allahumma la tada' lana fi hadha al-yawmi dhanban illa ghafartah. Wa la miskinan illa aghnaytah. Wa la mu'minan illa thabbattah. Wa la dallan illa هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا تاجرا مؤمنا إلا وفقته ولا عاملا مؤمنا إلا وفقته ولا طالبا مؤمنا إلا نجحته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام.